Ja, ich hatte euch ja in meinem Roadtrip-Video gesagt gehabt, dass wir zu Jottiland fahren. Und jetzt sind wir hier im Werk und kriegen hier eine exklusive Führung, gucken uns zwar so das ein oder andere an. Und wir zeigen uns euch natürlich auch dann noch die Neuheiten für 24. Da wird es separat noch Roomtouren geben. Da müsst ihr auf jeden Fall mal bei Markus und beim Tobi mit vorbeischauen. Und ja, es ist super spannend. Hier im Hintergrund seht ihr zum Beispiel die Fahrzeuge. Da sind die einzelnen Schritte, Bauschritte. Und dann wird nach jedem Bauschritt, wenn das fertig ist, wird das gesamte Band mit allen Bauschritten, Fortschritten einfach nach vorne gefahren und fertig. Und hier im Hintergrund seht ihr auch schon die Serie 0. Also das sind die Modelle für 2024. Da wird natürlich jetzt noch alles mit Hand ausprobiert und experimentiert, aber es gibt natürlich auch schon fertige Fahrzeuge und die zeigen wir euch natürlich. Ja, und wie gesagt, jetzt würde ich sagen, laufen wir einfach mal rum. Hier kann man jetzt auch mal schön sehen, ne? So fängt das Ganze dann an. Ja, und so wird's. Ne? Und das ist die neue Baulinie Toscan. Und ja, hier ist dann halt Möbelschreinerei. Hier wird noch fleißig gearbeitet für die Prototypen und hier natürlich auch für die Serienfertigung. Jetzt ist es natürlich hier sehr laut, ne? Ich hoffe aber, ihr könnt mich verstehen. Und ich finde es super interessant, einfach mal so ein Werk zu sehen, auch mal wie das Ganze gemacht wird. Wie gesagt, ich guck mal, dass ich euch hier so einen kleinen Eindruck einfach mal übermitteln kann, wie so der Bau von den ganzen Möbeln stattfindet. Hier, wie gesagt, dann schon komplett die Einbaumöbel für die einzelnen Fahrzeuge. Wie gesagt, es ist was laut. Schaut mal hier. Mega. Einfach mal ohne Worte, ne? Guckt euch das an. Sehr geil. Alles automatisiert. Das ist schon cool. Hier ist Holzlager. Sehr beeindruckend. Hier wird dann gebaut. Hier ist jetzt die erste Phase des Baus. Also wirklich, hier kommt dann der Fußboden drauf, hier werden die Leitungen schon mal verlegt, Heizung und so entsteht ein Wohnmobil. Ihr könnt das hier noch mal schön sehen. Ja, es ist halt wahnsinnig laut hier, ne? Das sind immer die ganzen Böden. Und hier, so sieht es dann schon mal aus. Das ist auch mal ganz interessant zu sehen, ne? Wie entsteht ein Alkoven? Und hier sieht man dann auch schon einen ganzen Schritt weiter, wo zum Beispiel halt schon die ganzen Kabel verlegt sind. Hier ist dann die Rahmenverlängerung und hier sind halt so die einzelnen Bauschritte. Es ist halt sehr interessant zu sehen, wie so ein Fahrzeug entsteht, ne? Ich finde es super spannend und ich habe gedacht gehabt, da muss ich euch auf jeden Fall mal mitnehmen. Hier stehen schon Seitenwände und ihr seht, wir sind fleißig hier unterwegs mit allem an. Das wird auf jeden Fall mal ein interessanter Rundgang vom wirklich Anfang bis zum Ende. Bei mir ist jetzt der liebe Raphael und der Raphael zeigt mir jetzt einfach mal, wie der einzelne Bauabschritt ist. Ja, hallo, ganz einfach. Also, hier siehst du schon die Phase von der Montage von den Fahrzeugen. Hier haben wir die Trommelanlage einlegen und dann kommen wir weiter, wo nach und nach werden auch die Möbel eingebaut und dann alle die Teile von dem Fahrzeug. Also hier haben Sie schon zum Beispiel die Möbel, die Schlangen von der Heizung und die Verkabelung für die elektrische Verkabelungen und die Wasseranlage und Gasanlage.
Jetzt haben wir schon die Möbel vorbereitet, die auf einer anderen Phase gemacht worden sind. Okay. Und dann, sobald der innere Seite fertig sind, werden wir weiter mit der Bändermontage. Und das haben wir ja gesehen gehabt, dass die Bänder dann, sobald immer alle Bauschritte fertig sind, die ganze Produktion geht. Die ganze Produktion geht, ja, die ganze Produktion geht. Und es gibt verschiedene Phasen. Und sobald eine Phase, also das Fahrzeug müssen verschoben werden, sobald alle Phasen einverstanden sind und die grüne Licht überall scheint. Ja, hier haben wir die Wände zum Beispiel schon reingebaut. Ah, okay. Und dann werden wir auch die Außenteile, die Klappen, die Fenster auf Dach und auch natürlich dorthin war da auch das Dachmontage. Ah, stimmt, hier ist jetzt noch gar kein Dach drauf. Ja. Wir beginnen von innen und dann kompletten wir die Fahrzeuge, also beenden wir das Fahrzeug von draußen. Ja, und hier geht dann im Grunde nur noch so Endmontage weiter. Endmontage, ja. Da sind dann schon die Fenster drin, da ist das Dach drauf, Seitenwände, Heckgarage, alles schon quasi fertig. Da kommen dann die ganzen kleinen und Feinheiten nur noch als Erweiterungen dran. Und wenn dann alles fertig ist, fährt er ganz hinten runter vom Band. Richtig? Ja, richtig. Und dann am letzten Phase, sobald das Fahrzeug fertig ist, wird es natürlich zu Putzungsbereich. Ja. Und dann das wird geputzt. Hier draußen wird hier gewascht. Da werden vielleicht. Okay. Und dann machen wir auch die Dichtigkeitsprüfungen draußen. Und dann ist fertig. Und dann ist fertig. Wahnsinn. Das heißt, ein Bauabschnitt dauert wie lange ungefähr? Normalerweise dauert der 45 Minuten. Okay. Alle Phasen. Eine Phase. Genau. Und dann wir haben hier 18 Phasen. 18 Phasen. Plus draußen nochmal, wo der Boden und, das Ganze ganz dazu. Genau. Also grob sind es so um die 20 Bauschritte, ja, bis man grob kann durch man sagen. Ist. Kann das so sagen. Sensationell. Ja. Also das muss schon organisiert sein. Das muss schon organisiert sein, auf jeden Fall. Mega. Ja. Raphael, danke. Danke. Wir laufen danke. Weiter rum. Ja, okay, danke. Ja, das war doch mal interessant, was Raphael uns da gezeigt hat. So mal einfach auf einem ganz schnellen Weg mal die einzelnen Bauschritte. Und ihr seht, so ein Fahrzeug, wie gesagt, grob 20 Positionen durchläuft das Fahrzeug hier bei Jottyline. Und wenn das dann fertig ist, rollt es hinten vom Band, dann sind immer noch so ein paar Kleinigkeiten selbstverständlich zu machen. Aber das grobe Fahrzeug ist im Grunde dann fertig. Ne? Und man ist halt immer darauf angewiesen, dass auch alle Sachen, also Teile da sind, damit die einzelnen Schritte auch ausgeführt werden können. Denn ihr seht ja, wenn jetzt zum Beispiel ein Teil fehlt, steht die ganze Linie, weil es kann dann nicht weitergebaut werden. Weil, wie Raphael schon gesagt hat, es wird von innen nach außen gebaut. Und erst wenn da dann der nächste Punkt auch erledigt ist, kann man da auch weiter dran ansetzen. Ne? Wie gesagt, wir laufen jetzt noch ein bisschen durchs Werk und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, weil die neuen 24er Modelle zeigen wir euch natürlich auch nochmal in separaten Videos. Das ist auch Wahnsinn, ne? So ein richtiges großes Hochregallager, einfach wo dann alle Teile zusammen ist. Jottyline hat sich auf die Fahne geschrieben, wirklich, dass sie die bauen noch weiter und dass alle Teile an einem Ort sind quasi. Das heißt, man muss nie irgendwas suchen oder von irgendwo wieder herholen. Das heißt, Lager füllen und ihr seht, hier ist jetzt zum Beispiel das große Hochregallager und hier ist dann direkt die Produktion. Hinten auf der anderen Seite ist nochmal ein Lager. Heißt, so hat man auf jeden Fall immer alles da, was man braucht für die Fahrzeuge. Man schafft natürlich jetzt dann wirklich die Möglichkeit, auch alles zügig aufzubauen, ne, und zu bearbeiten. So, jetzt seht ihr auch mal, wie die Dichtigkeitsprüfung von so Fahrzeugen gemacht wird. Das Fahrzeug wird, also jedes Fahrzeug, wird eine Stunde lang beregnet. Und nein, das Wasser wird nicht verschwendet. Das Wasser fängt sich wieder auf und wird dann logischerweise wieder weiterverwendet und für den nächsten. Also wie gesagt, eine Stunde lang werden die Autos hier beregnet und dann wird geguckt, ob alles dicht ist und auch mal interessant zu sehen, wie sowas abläuft. Also das finde ich auch cool. Wir sind jetzt gerade mal draußen und Markus ist auch schon am Vorbereiten.
Da hinten werden auch schon Pressefotos gemacht. Ihr seht, wir haben traumhaftes Wetter hier in der Toskana. Also das ist auf jeden Fall toll. Hier stehen schon die 24er Modelle. Der Toskan. Toskan. Also, und? Schaut mal hier, da stehen schon die nächsten. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Tobi hat ein bisschen geduscht. Mr. Wet T-Shirt. Wet T-Shirt Contest. Ja, wie gesagt, da stehen jetzt schon die 24er Modelle. Und die gucken wir uns natürlich auch genauer an. Jetzt sind wir am Außenlager angekommen, wo die ganzen Fahrzeuge, die fertig gebaut worden sind, auf ihre Auslieferung zu euch warten. Es ist Wahnsinn. Es wird durch alle Fahrzeuge, bevor die verladen werden, nochmal durchgegangen. Also das ist Wahnsinn, was hier alles steht. Sehr, sehr toll. Und es wird natürlich jeden Tag kommen neue Fahrzeuge dazu. Fahrzeuge werden wieder abgeholt und werden zu den Händlern ausgeliefert. Das ist auf jeden Fall Wahnsinn. Also ich bin ein bisschen sprachlos, ich bin echt beeindruckt. Wir sind die ganze Zeit hier mit Raphael am Fachsimpeln, was wirklich interessant ist, weil man erfährt schon sehr, sehr viel, was man so gar nicht wusste. Und wie gesagt, so einen kleinen Eindruck, den möchte ich euch einfach mit dem Video mal vermitteln, wie so eine Produktion abläuft. Ich kann euch natürlich jetzt nicht jeden einzelnen Schritt zeigen, aber so habt ihr auf jeden Fall mal einen schönen Einblick, wie es hier aussieht. So, jetzt gehen wir mal wieder in die Hallen rein. Wie gesagt, das war mal so ein kleiner Rundblick durch die Produktion hier bei Jottyline. Und die nächsten Videos folgen, also da seid gespannt. Wie gesagt, liked es, kommentiert es, würde mich super freuen. Damit helft ihr mir und dem Kanal weiter zu wachsen und dann euch auch, wie gesagt, solche tollen Orte zu zeigen und auch mal so ein paar Infos zu geben. Ihr seht schon, da hinten steht der Toskan. Und die werden wir jetzt natürlich auch noch filmen und euch vorstellen, die ganzen 24er Modelle. Wir haben ja schon mal reingelinst und da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Wie gesagt, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst ein Like da, Kommentar wäre natürlich auch super, was ihr meint. Und wir sehen uns hoffentlich bei einer der nächsten Roomtouren dieser Fahrzeuge. Macht es gut, bis dann. Ciao.